Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin der Frank-Kandi und ich darf euch zu einer weiteren Folge die Nachbarsbauer, neuer LS, alter Nachbar begrüßen. Ich habe jetzt wieder mal mein Fahrzeug gewechselt, denn ich fahre die Sonnenblumen mal kurz weg. Und ja, der Gacki ist natürlich auch wieder mit am Start. Der hat nämlich vorhin auch lustige Sachen gemacht, aber das kann er euch mal selber erzählen, dass er da schon wieder. Ja, hallo erstmal. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich war vorhin auf dem Weg mit meinem Baumwollballen zur Spinnerei hoch. Und wenn man mal rechts oben guckt, vorhin minus 600 Euro, jetzt plus 46.000. Ich lade den Ballen da oben ab und Ballen verkauft. Ich denke, hä? Ja, bis Andi meint, du hast doch auch eine Spinnerei. Ja, jetzt ist das tatsächlich so gewesen, dass diese blöde Mission in meine Spinnerei sollte. Tja, aber jetzt haben wir was rausgefunden. Wir sind ja schlau. Wir nutzen ja die Pausen und wir haben unsere, oder ich habe zumindest meine Spinnerei mal umbenannt, damit man die jetzt auch erkennt. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach mal Baumwolle, jetzt muss ich erstmal die Baumwolle wieder suchen. Da gibt es die Spinnerei und meinen besten Stoff. Jetzt ist es besser zu unterscheiden. Und dann, jetzt muss ich halt gucken, wie weit ich mit dieser Mission komme. Und ansonsten muss halt ein Ballen aus meiner Produktion oder aus meinem Erntefeld vom nächsten Monat dann die Mission abschließen. Ja, ist halt so, müssen wir gucken. Dumm gelaufen. Allerdings, Angel, allerdings. So, bei mir heißt mein Stream, okay, da will ich jetzt mal direkt mal reingucken. Nein, ich will nicht live gehen, ich will meinen Stream angucken. Aber hier Traktor fahren und nebenbei mit dem Handy umhantieren, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Kann ich nur empfehlen. Fahre ich denn überhaupt durch dich? Wo würde ich denn überhaupt hin? So, warte mal, ich muss mal ganz kurz checken, wo ich denn hin will. Zum Getreidespeicher, ja, da bin ich richtig. Ich habe ja vorhin diese Liefermission angenommen und ich habe ja genügend Sonnenblumen und für den Preis ist es schon echt ein sauguter Preis. Ja. Ja, und wir, da verchecke ich das mal. Ja, und wir werden dann auch gleich, wenn ich hier fertig bin, mal gucken, ob wir noch einen Bug finden hier. Die Frage ist ja, wenn ich den Baumwollballen als Mission an meine Spinnerei liefern muss, wird er dann einfach nur der Mission gut geschrieben oder bekomme ich die Baumwolle zusätzlich noch für meine Produktion? Das ist die große Frage. Das werden wir bald rausfinden. Ich frage mich, warum ist der Zirkel? Ich bin ja extra schon runtergegangen mit der Auflösung auf dieses 936p, weil das ja super toll sein soll. Und ja, jetzt habe ich hier nur... Das ist wirklich dir schon. Also vorhin war das besser gewesen, also, um ehrlich zu sein. Also das ist erst das jetzt wohl so. Ja, wo muss ich das abgeben? Ich hatte ja vorhin mal reingeguckt, da war alles in Ordnung gewesen. Wo soll ich denn das abgeben? Ja, normal, da in der Durchfahrt. Da. Ja, oh. Ich weiß schon wo. Aber das ging gerade eben nicht. Oh, was ist denn das hier? Ist das so ein Kaltdingsbums anscheinend, ne? Immerhin nach der Folge schaue ich mir das Berg nochmal an hier. So, was? Moment. Tun Sie nicht so, bitte. Was auch immer er da treibt. Nichts, alles ist gut. Ich kann hier nicht abkippen. Sonnenblumen werden hier nicht angenommen. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, vor der Aufnahme ging es einwandfrei. Okay. Aber was hat die... Ich meine, ich sehe, dass der überspringende Frames hat, aber was hat die Aufnahme mit dem Stream zu tun? Das sind ja zwei unterschiedliche Kanäle, die da bedient werden.
Aber der Getreidespeicher nimmt Sonnenblumen. Was, der Getreidespeicher nimmt Sonnenblumen? Ja. Gucke ich gerade. Ja, das I ist auch ein bisschen weiter drüben. Normalerweise ist es ja, aber. Oh. Moment. Ja, ich bin in meinem Hof drin. Das passt auch alles. Aber ich wüsste nicht, wo ich es dann sonst abgeben soll. Also wie gesagt, normal ist es eben wirklich da in der Durchfahrt. Ich weiß es, ich weiß es. Aber Kabel sind wir dran? Ne, jetzt sind die Kabel dran. Okay. Server, neuer Start und so, ne? Weißt du Ja. Bescheid? Ja. Dann gucken wir Aber mal. ich hätte dann normalerweise voll langsam fahren müssen und das hat eigentlich gepasst. Gucken wir mal. Aber dass er dann sagt, wird hier nicht eingenommen, das finde ich interessant. Ja, kann kippen. Ja, ich höre da was. Jetzt ab. Nicht, wie sich der Hänger bewegt. Oh ja, die Klappe geht auf. Rein mit dem guten Zeug. Tja, was macht das Angelinchen? Kippt Sonnenblumen ab hier. Nachdem ich mein Ziel eingekreist habe, beziehungsweise mich gewundert habe, warum mein Hänger nicht abkippen Genau, will. genau. Ich hätte gerne eine Buchstabensuppe. Notiert in großen und kleinen Buchstaben, bitte. Vielen Dank. Wir machen heute mal. Sprachen lernen. So. Was? Okay. Kein Kommentar mehr. Ja, no comments. Passt. So, mal gucken. Ich habe noch eine Bahn, dann bin ich fertig. Bosch. Tja, dann überlege ich mir, mache ich die Zuckerrüben oder pflüge Ja, das kannst du machen wie ein Dachdecker, nicht wahr? Ja, aber ich, ne, ich weiß, was ich mache. Ich da lang fahren? Ich will da nicht lang fahren. Da ich ja jetzt Geld habe, kann ich ja meine Gewächshäuser wieder auffüllen. Das hat auch einen Vorteil gehabt. Aber so ein Ballen, 20.000 Liter, 47.000 Ocken mal so schnell. Das ist gut, das ist sehr gut. Also hier durch die Stadt habe ich jetzt mega Frame Drops, Alter. Ja, widerlich. Ja, es wird Zeit für eine neue Grafikkarte, ne? Ja. Jetzt bin ich kontinuierlich auf 30. Oh, ich kann heute wirklich nicht sprechen, ne? Habe ich einfach aufgehen. Nö, muss ich alleine hier machen. Geht gar nicht. Und der Ping ist auch ganz schön im Arsch. Gehe den Ping immer hochschnellzen, irgendwie. Ich kann es gar nicht sehen. Dreistellig, vierstellig. Oder macht beim PC Terz? Dann musst du, also ich habe durchgängig 22, 23 Millisekunden Ping. Du musst Unterstrich fangen, Unterstrich anschalten, nicht Bindestrich. So, dann fahren wir mal zum Hof. Diesmal zur richtigen. Diesmal zum Aber, richtigen. ja, genau. So ein kleines französisches Auto pumpt so einen großen Baumwollernte einfach weg hier. Ich werde zu einem Duell herausgefordert. Das kannst du haben, mein Freund. Das kannst du haben. Musst aber wissen, ich bin heute ungeschlagen. Wieso schlappt er denn nicht?
Ja! Der dritte Sieg in Folge hier. Irgendwie, das geht so nicht weiter. Wie geht es nicht weiter? Willst du... Ja, wir fighten. Warte, warum will er denn jetzt nicht? Hier. Hallo, Scheiben? Ja! Irgendwie habe ich das Gefühl, der Hoster gewinnt immer. Ja. Da habe ich auch das Gefühl. Doch, ich glaube, einmal war es nicht so, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, als ich immer gewonnen habe, da haben wir das bei mir ausprobiert. Nee, da habe ich dich immer anduelliert. Das ist ein Bot, ich habe da keinen Einfluss darüber. Ja, das sagen sie immer. Gibt sich erstmal irgendwie eine Million Punkte, damit er spielen kann und... Ja. So, schaffe ich das noch? Ja, schaffe ich noch. Außerdem, wir haben doch zusammen den Bot eingerichtet. Ja. Du weißt doch, dass es ein Bot ist, dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Man muss schon sagen, der Bot arbeitet schon so sehr, sehr sauber. Der Bot sucht halt den Gamer und das ist halt einfach, weißt du, was ist zu machen? Ich bin halt einfach der Gamer. Ich heute nicht. Ja, siehst du, diesmal hat er Hesse gewonnen. Ja, GZ Hesse. Irgendwie haben wir hier eine unsichtbare Kolli plötzlich in der Straße. Okay. Was ist das denn? Warum? Wo kommt die her? Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass da mein Erdler so komisch gehoppelt ist. So, jetzt wird's spannend. Ich bin am Hof. Dann gucke ich gleich mal den Füllstand der Baumwolle an. Ja. Dann schmeiße ich den Ballen mal ab und dann gucken wir mal, ob ich doppelt profitiere. Ja, wie gesagt, dann kommt die Strafzahlung hier. Dann kommt die Europäische Zentralbank und wirft hier Wettbewerbsverzerrung vor. So, wir haben Baumwolle. 28.700 in der Produktion. Jetzt positionieren wir uns mal. So, der Ballen flutscht. Lohndienstleistung zu 80% abgeschlossen. Oh, jetzt habe ich 40.000 Liter Baumwolle. Oh. Also das ist ja schon ein bisschen unfair. Ja, Gacki, dann darfst du halt keine Baumwollmissionen mehr machen. Ich bin mal fair. Ich habe jetzt die Baumwollmission abgebrochen. Und er hat mir... Na gut, das ist jetzt... Jetzt zieht er die Baumwolle wieder ab vom Konto. Er hat die 45.000 von der verkauften hat er jetzt wieder abgezogen. Ich bin jetzt also kontostandsmäßig wieder da, ungefähr wo ich vorhin gewesen bin. Und die Baumwolle? Noch verstanden? Ja, die ist in der Produktion drin. Die ist ja nicht weg. Die ist drin, ja. Das heißt, ich habe immerhin ein bisschen was an Ertrag quasi für die Mission bekommen, weil ich habe sie ja trotzdem gemacht. Ja, ist ja okay. Also ich denke, dass das ausbalanciert ungefähr ist. Kann ich euch beiden zusehen? Habt ihr da was? Wir könnten das nächste Mal eigentlich einen Squad-Stream anmachen, aber ich weiß nicht, ob ich das einfach kann. Muss ich da Affiliate dazu sein oder so? Warte mal, nee, du kannst ja Multi... Gucke ich nach der Folge. Genau, da können wir mal gucken. Ich mir das an. Es gibt ja Webseiten, wo man Multistream machen kann. Es gibt ja Squad-Stream auf Twitch, wo beide Kanäle miteinander verlinkt sind und der Zuschauer kann einfach hin und her switchen, wen er gerade angucken will. Ach so. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, ich muss ja eh gleich mal meinen neuen Rechner neu starten, mal gucken, ob sich dann mein OBS-Problem. Obwohl ich könnte. Ja. Könnt ihr was anderes vorher noch testen? Ja, lass uns das gleich mal erörtern.
Wir finden eine Lösung für jedes. Wir finden für jedes, für jede Lösung ein Problem. Das ist auch kein Thema. Genau. Was ist denn jetzt los? Es sind gerade ein paar Leihgeräte geploppt. Ja, ich habe das gemerkt. Ich war Leck des Todes hier gerade eben. Es waren aber nur 4 Geräte. Das hat sich angefühlt wie 4000 Geräte. Ja, mit diesem Multistream, das wollte ich kurz gucken. Mache ich nach. Ah, da kommt eine Ente. Au, au, au! Ente gegen Panther. Panther hat gewonnen. Was? Ich gucke mir das mit dem Multistream gleich mal an. Ja, mach mal. Oh, aber wie gesagt, nach der Folge. Nein, ich fahre im Panther und beim Rausfahren aus dem Shop kam eine Ente und der Panther hat aber gewonnen. Ich mache die Zuckerrüben-Mission. Hab ich beschlossen. Weil es gibt nur 2 Missionen. Die Gewichte und Zuckerrüben. Und da ich kein Geld mehr habe, um meine Gewächshäuser aufzufüllen, muss ich das ja machen. Ja. Ja, was ist jetzt hier los? Meine Pedale geben unkontrolliert Signale ab. Ich finde das nicht schön. Bitte unterlasst das. Ohne meine Zimtstimmung habt ihr nichts zu tun. Hast du mich gehört, Lenkrad? Du nicht. Ja. So. Entschuldigung, ich musste hier mal ein Machtwort sprechen. Mhm. Leute, jetzt funktioniert es auch. Was siehst du? Ne? Autorität, sage ich einfach nur. Autorität. Aber können wir das müsste ja eigentlich im Stream gehen, dass wir das switchen können. Ich habe das nämlich erst gestern gesehen. Aber ich kenne eben diese Multistream-Seiten, wo du beide Links eingibst, dann ist das Fenster eben einfach geteilt. Ach so, okay. Das kannst du auch mit 3, mit 4, mit 5 machen, da kannst du verschiedene Layouts auswählen. Da gibt es eben einen Link, den wir quasi über den Bot dann eben rein theoretisch auch raushauen können. Mhm. Und dann können sich die Zuschauer, die haben auch quasi dann beide Chats übereinander oder nebeneinander liegen. Mhm. Also es ist eigentlich ganz witzig. Okay, nun gut. Dann meinetwegen auch das. Und ich werde mich bis nächste Woche mit dem Thema etwas näher auseinandersetzen. Jetzt muss ich das wieder einstellen hier. Ich liebe es. Wo war das? Das stimmt auch hier so. Und ich versuche mal Loki unter im Griff zu bekommen und dann schauen wir mal. Genau. Ich habe jetzt gerade schon wieder ewig viele Mini-Lags hier in dem. Ja, also bei mir ist wirklich alles bestens. Ja, oder soll ich doch mal die Kiste neu starten, aber ich habe die mittags erst angeschaltet. Ich war ja den ganzen Vormittag frühstücken. Vielleicht erstmal einfach nur OBS neu starten. Ja, ich würde eine Einstellung zur Aufnahme ändern. Weil ich ja mit der Aufnahme hatte Circle angefangen. Ich weiß schon, welchen Parameter das ich da anpassen muss. Aber ich verstehe es nicht, weil die Aufnahme wird halt über die CPU gerendert und die CPU ist 50% ausgelastet. Wieso ist dann im Stream okay? Das ist mir echt nicht begreifbar. Ja. Das ergibt absolut keinen Sinn. Nicht wirklich. Philipp, moin. Schön, dass du reinschaust. So. Der Wendekreis. Aber wenn du möchtest, kannst du. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen 12 Uhr geht's weiter hier auf YouTube.
Und ansonsten freitags sind wir live auf Twitch, manchmal sogar in Farbe und mit ganz viel Blödsinn. Ihr dürft gerne mal einschalten. Bis dann. Tschüss. Von mir auch. Ciao. Lasst Däumchen da. Kommentare sind auch gern gesehen. Bis morgen. Tschüss.